Es ist ein Ballett der leisen Töne und subtilen Bewegungen. Mit der Uraufführung von Epilog endet die 51-jährige Amtszeit von John Neumeier als Intendant des Hamburg Ballett. Zum Abschied hat Neumeier ein intimes, kammermusikalisches Werk geschaffen, das viel Raum für Assoziationen lässt. Gleichzeitig eröffnet das Stück die 49. Hamburger Balletttage. Er habe sich auch ein Werk ohne Namen vorstellen können, um Erwartungen an seine letzte Kreation als Chefchoreograf des Hamburg Ballett zu vermeiden, so Neumeier. Denn Epilog ist keine Literaturadaption, kein großes Handlungsballett und kein religiös inspiriertes Werk. Vielmehr schließt es die Werkreihe ab, die John Neumeier beginnend mit dem Pas de Deux Désirs 1973 für das Hamburg Ballett geschaffen hat. So ist es auch ein Abschied von seinem Ensemble, mit dem Neumeier seit mehr als 50 Jahren verbunden ist. John Neumeier hat für seine 173. Kreation internationale Gastkünstlerinnen und Gastkünstler, Freunde und langjährige kreative Weggefährten versammelt. Inspiration fand er in Klavierwerken von Franz Schubert, Songs von Simon & Garfunkel und den vier letzten Liedern von Richard Strauss. Musik, der er sich seit Jahrzehnten verbunden fühlt und die in teils ungewohnten Interpretationen ein besonderes Klangerlebnis vermittelt. Epilog hat keine nacherzählbare Handlung, aber alles, was man sieht, hat einen direkten Bezug zu ihm, sagt John Neumeier. Das Ballett ist wie eine Reihe choreografischer Gedichte, eine Poesie der Bewegung und ein bewegender kreativer Abschluss der Ära John Neumeier in Hamburg.